Das alte Persien. Furchtlos, gewaltig, unnachgiebig. Über Zeitalter hinweg geheimnisumwoben. Ein Weltreich, unerreicht in Größe und Reichtum. Ein Imperium von der Größe des Persischen Reiches zu erschaffen, dem größten, das es je gegeben hat, erfordert militärische Fähigkeiten. Von Nordafrika bis Asien erstreckte sich eine Kultur, angeführt von einer Dynastie außergewöhnlicher Herrscher, voller Ehrgeiz und mit unglaublicher Macht. Kyros der Große ist einer der wenigen, die es wirklich verdienen, der Große genannt zu werden. Im Persischen Reich entstanden einige der großartigsten Bauwerke, die je erschaffen wurden. Prunkvolle Paläste, die sich strahlend aus kargem Wüstensand erhoben. Straßen, Brücken und Kanäle. Jeder hat schon vom Suezkanal gehört, aber wer kennt schon den Daraios-Kanal? Aber dunkle Wolken zogen am Horizont auf. Eine lange Rivalität mit Griechenland mündete in einen langen Krieg, der den Lauf der Weltgeschichte ändern und die westliche Welt für die kommenden Jahrtausende prägen sollte. 330 vor Christus. Ein junger makedonischer König erobert das Persische Reich und führt sein Heer nach Persepolis, die prächtige Hauptstadt. Der Herrscher aus Makedonien ist Alexander der Große, ein Bewunderer der großen persischen Könige. Bei Sonnenuntergang wird aus der griechischen Siegesfeier ein trunkener Tumult. Bei Sonnenaufgang ist Persepolis das Kronjuwel des Persischen Reiches mit seinen unvergleichlichen Palästen bis auf die Grundmauern niedergebrannt. Mehr als 2500 Jahre später sind diese gewaltigen Türme Zeugnis der schwindelerregenden einstigen Größe dieses versunkenen Weltreichs. Ich verbinde Persien mit Luxus, mit üppigen Wandbehängen und schönen Teppichen und mit der dicken Perserkatze meiner Mutter mit Namen Otis. Und ich denke an einen fantastischen König mit Namen Kyros der Große, der an religiöse und kulturelle Toleranz glaubte, der die Juden aus Babylon befreite, damit sie nach Israel zurückkehren konnten. Hallo, ich bin Peter Weller. Willkommen im Persischen Reich. Um 4000 vor Christus begannen zwei Nomadenstämme auf einer fruchtbaren iranischen Hochebene Wurzeln zu schlagen, die Meder im Norden und die Perser im Süden. Da diese Stämme Nomaden waren, interessierten sie sich mehr fürs Überleben als für Eroberungen. Als sie sesshaft wurden, lernten sie Ackerbau zu betreiben und dieses fruchtbare iranische Hochland zu kultivieren. Aber dazu brauchten sie eine Wasserquelle. Die frühen Perser hätten gut im Laufe der Geschichte spurlos verschwinden können, hätten sie nicht eine Wasserquelle erschlossen und eine Möglichkeit gefunden, dieses Wasser auf ihre Felder und in ihre Siedlungen zu leiten. Und was diese Ingenieursleistung so bemerkenswert macht, ist, dass sie dieses Wasser nicht aus Flüssen, Seen oder dem Meer geholt haben, sondern aus der unwahrscheinlichsten aller Quellen, aus Felsen. Persien entwickelte sich aus dem Nichts. Eine felsige, lebensfeindliche Landschaft, kultiviert nur durch Kreativität und Zielstrebigkeit. Vor 3000 Jahren streiften die frühen nomadischen Perser durch das ausgedörrte, felsige iranische Hochland. Auf der Suche nach Wasser mussten lange Strecken zurückgelegt werden. Ein Wasserbauingenieur, Geologe und Routengänger, ein sogenannter Mokani, fand eine Lösung, das Wasser zu seinen Leuten zu bringen. Nur mit Steinmeißeln schufen die Mokanis den ersten Eckpfeiler des Persischen Reiches. Ein bahnbrechendes System unterirdischer Bewässerungskanäle, genannt Kanate. Die Menschen machten sich die Schwerkraft zunutze, die natürlichen Gegebenheiten ihres Landes, das von den Bergen des Elbursgebirges bis zum Persischen Golf steil abfiel. Zunächst wurden senkrechte, brunnenartige Schächte gegraben und über kurze Distanzen waagerechte Tunnel ausgehoben. Dann wurde wieder ein senkrechter Schacht gegraben, etwa einen Kilometer hangaufwärts, und der Kanal so immer weiter fortgeführt. Er kann manchmal 20, 30 oder 40 Kilometer lang sein. Das erfordert also großes Geschick, damit man den Punkt erreicht, an dem der Verlauf des Kanals die wasserführende Schicht trifft, das Grundwasser, das am Fuße der Berge aufsteigt. Der Grad des Gefälles war entscheidend. Eine hangabwärts gerichtete Neigung von 1%.
Nicht zu steil, weil sonst der Grund des Wasserkanals erodieren könnte. Und natürlich nicht so flach, dass das Wasser nicht in die gewünschte Richtung fließen könnte. 2000 Jahre bevor die Römer ihre legendären Aquädukte bauten, leiteten die Perser riesige Mengen Wasser über große Entfernungen. In einem heißen, trockenen Klima und mit nur geringfügigen Verlusten durch Lecks oder Verdunstung. Wasser heißt Nahrung, aber die Technik, Wasser zu finden und zu transportieren, war eine Leistung, die die Perser ihren Nachbarn voraus hatten. Um 700 vor Christus wurden all diese Stämme vereint, unter einem legendären Mann namens Achaemenes, der eine Dynastie begründete. Diese Dynastie erblühte und gedieh unter jemandem, den ich gerne kennengelernt hätte, Kyros dem Großen. Kyros schuf und bewahrte ein Reich. Durch sein militärisches Können, aber auch politisch, war er ein Genie. Er war ein ausgezeichneter und gütiger Menschenführer. Historiker haben ihn als Humanisten bezeichnet. Die Juden nannten ihn einen Schiak oder Gesalbten. Sein eigenes Volk nannte ihn Vater. Sogar die ionischen Griechen, die er eroberte, nannten ihn einen gerechten Herrscher. Kyros der Große kam im Jahre 559 vor Christus an die Macht. Es war der Beginn des Achämenidenreiches. Die Herrschaft dieser Dynastie sollte den Lauf der Geschichte ändern und einen großen architektonischen Fortschritt bringen. Betrachtet man die größten Persönlichkeiten der Geschichte, die die Welt beeinflusst haben, so ist Kyros der Große einer der wenigen, die diesen Beinamen verdienen. Er verdient es, der Große genannt zu werden. Das Reich, das Kyros regierte, war das größte, das es in der Antike je gegeben hat. Vielleicht hat es sogar bis heute nie ein größeres Reich gegeben. vor Christus hatte Kyros alle Rivalen aus dem Feld gedrängt und war der unbestrittene Herrscher über Persien. Jetzt war es an der Zeit, die Welt zu erobern. Und wenn er ein Weltreich schuf, dann brauchte er auch eine prächtige Hauptstadt, die seiner Bedeutung entsprach. 550 vor Christus begann Kyros mit einem der ambitioniertesten Bauvorhaben der gesamten Antike, der ersten großen Hauptstadt des Persischen Reiches, Pasargadae, gelegen im heutigen Iran. Kyros war ein sehr moderner Bauherr. Und ich möchte hinzufügen, dass er sehr hohe Ansprüche hatte. Man kann außerdem feststellen, dass seine Bauvorhaben Techniken widerspiegelten, auf die er im Zuge seiner diversen Eroberungen gestoßen war. Wie die Römer Jahrhunderte später entliehen auch die Perser viele Ideen woanders. Sie griffen die besten und fortschrittlichsten Techniken der von ihnen eroberten Kulturen auf und entwickelten sie dann weiter. Die Bauweise und künstlerische Gestaltung von Pasargadae zeigen Einflüsse aus so weit entfernten Gebieten wie Assyrien, Ägypten und Kleinasien. Kulturen tausende Kilometer entfernt. Es gab Steinmetze, Tischler, Ziegelmacher und Reliefbildhauer. Und man weiß, dass diese Leute häufig von überall her aus dem Reich kamen. Heute, 2500 Jahre später, zeugen nur noch ein paar zerfallene Ruinen von Persiens erster, einst blühender Hauptstadt. Prunkstücke von Pasargadae waren zwei mächtige Paläste, die von einem großen Park und großen Gartenanlagen umgeben waren. Darunter fand sich der erste bekannte Peyrida-Eza, der berühmte persische Garten. Darin zogen sich aus behauenem Kalkstein geschaffene Kanäle mit einer Gesamtlänge von rund einem Kilometer. Sie waren so angelegt, dass das Wasser alle 15 Meter in kleine Wasserbecken mündete. Die Gartengestaltung in Pasargadae war das älteste Vorbild für viele der schönsten Parks und Gärten der Welt. Über zwei Jahrtausende. Der Peyrida-Eza unterscheidet sich besonders durch seine geometrische Anlage. Es gibt Quadrate, rechtwinklige Muster, Blumenmuster, Zypressen, Wildgräser, Rosen, Lilien, jede Art von Vegetation. Das entspricht dem Konzept moderner Parkanlagen, wie wir sie kennen. Während Pasargadae erbaut wurde, verleibte Kyros seinem Herrschaftsgebiet ein feindliches Königreich nach dem anderen ein. Aber er unterschied sich von anderen Königen. Er lehnt es ab, seine neuen Untertanen zu versklaven.
Eine revolutionäre Auffassung in der Antike. Ihm war, wenn man so will, die örtliche Gültigkeit der verschiedenen Religionen und Glaubensrichtungen bewusst. Und er erlaubte, dass sie beibehalten wurden. 539 vor Christus eroberte Kyros Babylon, aber er präsentierte sich nicht als Eroberer, sondern als Befreier. Und dann tat er etwas noch nie Dagewesenes, er befreite die Juden. Die Juden hatten in Babylon in Gefangenschaft gelebt, seit Nebukadnezar Jerusalem und den Tempel zerstört hatte. Kyros befreite sie. Nun könnte man im Nachhinein oder geschichtspolitisch sagen, Kyros habe einen Pufferstaat zwischen seinem eigenen Reich und einem feindseligen Ägypten haben wollen. Das Entscheidende ist, niemand hatte so etwas je getan und kaum jemand hat seither etwas Ähnliches gemacht. Er ist der einzige Nicht-Jude, der in der Bibel als Maschiach oder Messias bezeichnet wird. Ein anerkannter Oxford-Gelehrter hat einmal zu mir gesagt, Kyros hatte immer eine sehr gute Presse. Und das trifft es sehr genau. Doch noch bevor er damit beginnen konnte, Persien zur einzigen Supermacht der antiken Welt zu machen, starb Kyros 530 vor Christus in einer Schlacht. Er lebte nicht lange genug, um zu zeigen, was er jenseits des Schlachtfeldes hätte erreichen können. In der Beziehung kann man ihn mit Julius Caesar vergleichen, der Eroberungen machte, aber nicht lange genug lebte, um das Reich, das er erobert hatte, zusammenzufügen. Als Kyros starb, hatte das Persische Reich drei Hauptstädte: Babylon, Susa und Ekbatana. Aber begraben werden wollte er in der Stadt, die er geschaffen hatte, Pasargadae, in der Grabstätte, die den Mann widerspiegelte, der sie erbaut hatte. An Kyros Grabmal wird seine Bescheidenheit daran ersichtlich, dass es relativ wenig geschmückt ist. Es ist sehr schlicht, sehr elegant. Kyros Baumeister errichteten das Grab in der einfachen, aber massiven Steinbauweise westlicher Gebäude. Sie errichteten ein Mauerwerk aus rechteckig behauenen Steinen und verwendeten Rampen, Seilzüge und Zwingen, um die Grabstätte bis in 11 Meter Höhe zu errichten. Kyros Grabmal ist sehr schlicht, ein äußerlich sehr bescheidenes Denkmal für jemanden, der das größte Reich geschaffen hatte, das es bis dahin gegeben hatte. Und nach 25 Jahrhunderten ist das Grab noch bemerkenswert gut erhalten. 30 Jahre lang hatte keine Macht der Welt sich Kyros dem Großen widersetzen können. Nun war sein Thron leer. Das schuf ein Machtvakuum, das die alte Welt ins Chaos stürzen sollte. 530 vor Christus. Kyros der Große, der Schöpfer des größten Weltreiches, das es je gegeben hatte, ist tot. Persien steht nun vor einer ungewissen Zukunft. Verschiedene Thronbewerber konkurrieren um die Nachfolge. Dann erhebt ein entfernter Cousin von Kyros, ein brillanter General, sich über alle anderen und ergreift die Macht. Als sich die Unruhe gelegt hatte, war das Persische Reich fest in seiner Hand. Sein Name war Darius und er sollte der wohl größte persische König werden und einer der größten Bauherren aller Zeiten. Darius machte sich sofort ans Werk. Er begann, die alte Hauptstadt Susa umzubauen, mit großen neuen Palästen mit Fassaden aus glasierten Ziegeln. Über die Pracht der Hauptstadt Susa wird sogar in der Bibel berichtet. Wenn die Griechen zum Beispiel über persische Paläste sprechen, dann erwähnen sie regelmäßig Susa. Wenn im Alten Testament im Buch Esther persische Paläste erwähnt werden, dann sind es die von Susa. Aber der neue König von Persien wollte seine ganz eigene Prunkstadt schaffen. 518 vor Christus begann Darius eines der aufwendigsten Bauprojekte der Antike. Die Stadt in der Nähe des heutigen Schiras wurde als Persepolis berühmt, was auf Griechisch Perserstadt heißt. Alle Paläste wurden auf einer riesigen steinernen Terrasse errichtet, darauf ausgelegt, das Ansehen des Reiches zu erhöhen.
Die Terrasse ist riesig, 125.000 Quadratmeter. Er musste dafür die Landschaft verändern. Seine Ingenieure waren gefragt. Sie mussten einen Teil des Gebietes einebnen und eine Stützmauer errichten. Er wollte, dass die Stadt aus der Entfernung zu sehen war. Deshalb ließ er die Terrasse bauen, damit sie weithin sichtbar war. Das machte alles noch größer und beeindruckender. Persepolis zu bauen, war eine gewaltige technische Herausforderung. Die Mauern ragten zum Teil mehr als 20 Meter in die Höhe und waren 10 Meter dick. Die großen Hallen waren mit aufwendig verzierten Säulen geschmückt. Tausende Architekten, Handwerker und Arbeiter und Tonnen an Material kamen aus allen Teilen des Reiches. Die meisten antiken Reiche ließen ihre Bauwerke von Heerscharen von Sklaven errichten. Daraios jedoch war, wie vor ihm Kyros, der Ansicht, die Arbeit derer, die Persiens Paläste und Denkmäler errichteten, bezahlen zu müssen. Jeder Arbeiter bekam seinen Lohn oder ihren Lohn, denn unter den Arbeitern gab es auch Frauen. Der Lohn war abhängig von der Qualität der erbrachten Leistung. Sie wurden entsprechend bezahlt. Es wurden keine Kosten gescheut. Persepolis sollte die Macht und die Herrlichkeit des Persischen Reiches verkörpern. Zunächst einmal muss man sich die Herkunft der Perser in Erinnerung rufen. Sie waren Nomaden. Sie lebten in Zelten, die sie einpackten und wenn sie weiterzogen, woanders wieder aufstellten. Mit der Zeit wurden die Zelte immer aufwendiger. Was wir in Persepolis vorfinden, ist ein steingewordenes Zelt. Die Apadana ist nichts anderes als ein Zelt aus Stein. Der von Daraios erbaute riesige Empfangspalast wurde Apadana genannt. Jede dieser großen monumentalen Steinsäulen ist von den hölzernen Stützen inspiriert, die ein schönes Dach aus Zelttuch hielten. Nun besteht dieses Dach stattdessen aus schönem Zedernholz. Die nomadischen Wurzeln der Perser beeinflussen einen Teil ihrer Architektur. Aber das ist nicht alles. Die Paläste der Stadt wurden mit Gold und Silber geschmückt, mit kostbaren Wandteppichen und farbenfrohen Kacheln. Die Wände wurden mit unzähligen Reliefs verkleidet, friedlichen Darstellungen der Besuche von Würdenträgern aus den eroberten Ländern. Persepolis herausragende Bauleistungen reichten über die Stadtgrenzen hinaus. Nirgendwo sonst war ein so ausgeklügeltes System zur Wasserversorgung und zur Entwässerung zu finden. Bevor der Baugrund aufgebracht wurde, konstruierten Daraios Ingenieure ein System aus Abwasserleitungen, die dann überbaut wurden. Wasser wurde auch hier über das Kanat-System hergeschafft. Aber diese Abwasserkanäle, über die das verbrauchte Wasser hinausfloss, wurden unter die Oberfläche verlegt, wo der Besucher sie nicht zu Gesicht bekam. Auch während seiner anspruchsvollen Bauprojekte zur Verschönerung des Reiches und zur Verbesserung der Infrastruktur verwirklicht wurden, hörte Daraios nie auf, das Imperium zu vergrößern. Unter der brillanten Führung von Daraios bekam das Persische Reich eine atemberaubende Größe. Es umfasste den heutigen Iran, Pakistan, Teile von Afghanistan, Armenien, die Türkei, Ägypten, Syrien, den Libanon, Jordanien, Palästina, Teile Zentralasiens bis nach Nordindien. Und das ist eine Menge Land. Um die entlegenen Gebiete des Reiches miteinander zu verbinden, nahm Daraios zwei mutige Bauprojekte in Angriff. Eines zog sich über 2500 Kilometer durch das Perserreich. Das andere verband das Rote Meer mit dem Mittelmeer. Unter der Herrschaft von Daraios dem Großen hatte das Persische Reich gewaltige Ausmaße erreicht. Nun wollte der König es festigen und die weit entfernten Gebiete seines großen Königreiches miteinander verbinden. 515 vor Christus beauftragte er seine Ingenieure mit dem Bau einer steinernen Straße, die sein Reich von Nordafrika bis Indien erschließen sollte. Sie führte über eine Strecke von 2500 Kilometern und er nannte sie Königsstraße. Das war eine ziemliche Leistung, denn die Straße führte über Berge, durch Wälder und Wüsten. Typischerweise wurde die Erde gestampft und gehärtet. Sie hatten keinen Asphalt, aber sie beherrschten das Verdichten von Kies und Steinen zu einem festen Belag.
In einem Gebiet, in dem es einen hohen Grundwasserspiegel geben kann, ist der Bau einer Straße unerlässlich. Schließlich möchte man nicht mit den Füßen im Schlamm stecken bleiben. Und ebenso wenig will man mit einem Wagen stecken bleiben. Also musste die Straße erhöht gebaut werden. Das bedeutete, eine Fahrbahndecke zu schaffen, die entweder das Grundwasser absorbiert oder verhindert, dass das Wasser die Straße verschiebt. Entlang der Königstraße gab es 111 Raststationen und Herbergen. Alle 30 Kilometer bot sich den Reisenden eine Möglichkeit zu essen, zu schlafen und die Pferde zu wechseln. Um die Sicherheit zu gewährleisten, waren entlang der riesigen Strecke Wachmänner postiert. Ich spreche jetzt mit meinem Freund Dr. Lloyd Levenon Jones, Geschichtsprofessor an der Universität in Edinburgh. War es so sicher? Grundsätzlich ja. Ich denke, das, was Darius hier gemacht hat, ist eine unglaubliche Leistung. Also wir stehen hier in der Türkei und könnten auf dieser einen Straße direkt mitten in den Iran gelangen. Wie schnell? Also wenn wir mit dem Pferd unterwegs sind, reiten wir von einer dieser kleinen Garnisonen zur nächsten. Alle 25 Kilometer tauschen wir die Pferde. Wir könnten es in 6 Tagen schaffen oder vielleicht 7. 6 oder 7 Tage. Diente die Straße auch zur Nachrichtenübermittlung? Ja, zweifellos. Und für den Handel war es ein Geschenk des Himmels. Diese Straße führt durch so viele Gegenden. Sie folgt nicht nur einem üblichen Fußweg, sie überquert Flüsse wie den Tigris. Mit der Fähre? Mit der Fähre, richtig. Manchmal schmiegt sich die Straße an Berghänge, manchmal an Flussufer. Das Terrain ist sehr unterschiedlich. Die Straße hat keinen Rinnstein, sie ist nicht so fortschrittlich wie die späteren römischen Straßen. Und sie hatte keinen Ablauf. Aber entscheidend ist die Breite von etwa 6 Metern und dass sie eine Art Schlackenbelag hatte, der für Pferde geeignet ist, um so schnell wie möglich voranzukommen. Lloyd, es war mir ein Vergnügen. Danke. Aber Darius gab sich damit noch nicht zufrieden. Es gab noch eine Region, die er besser unter Kontrolle haben wollte, die weiten und reichen Landstriche Nordafrikas. Und er war entschlossen, dorthin ein Tor zu öffnen. Er ließ seine Ingenieure einen Kanal entwerfen, der das Mittelmeer und das Rote Meer verbinden sollte. Jeder hat schon vom Suezkanal gehört, aber wer kennt schon den Darius-Kanal? Darius erbaute einen Ost-West-Kanal von 200 Kilometer Länge. Mit ihrer Kenntnis im Wasserbau nutzten Darius-Ingenieure Werkzeuge aus Bronze und Eisen, um zunächst den Kanal zu graben und ihn dann von Sandverwehungen zu befreien, ihn mit Steinen zu säumen und so schiffbar zu machen. Es dauerte insgesamt 7 Jahre, den 200 Kilometer langen künstlichen Wasserweg anzulegen. Die Arbeitskräfte waren ägyptische Steinsetzer und Kanalbauer. Parts of the canal between Teile des Kanals zwischen dem Nil und dem Roten Meer waren nicht wirkliche Wasserstraßen, sondern Steine, auf denen die Schiffe geschleppt wurden, bis zum nächsten tieferen Abschnitt, wo sie wieder segeln konnten. Darius sagt, ich, Darius, König der Könige, Eroberer Ägyptens, baute diesen Kanal. Er verband das Rote Meer mit dem Nil für den Handel und er sagt, und Schiffe befuhren meinen Kanal. Um 500 vor Christus war Persien das größte Weltreich, das es jemals gegeben hatte. An Größe und Reichtum übertraf es sogar das Römische Reich auf dessen Höhepunkt 4 Jahrhunderte später. Persien schien unbesiegbar. Und mit seinem Hunger auf Eroberungen begann es einer aufstrebenden Macht am Mittelmeer Furcht einzuflößen, den Stadtstaaten von Griechenland. Nur ein bisschen Erdkunde. Diese Wassermasse dort ist das Schwarze Meer. Dieses schmale Gewässer hier ist der Bosporus. Er verbindet das Schwarze Meer mit dem Mittelmeer. Ich stehe in Asien oder Kleinasien. Und das Land dort drüben ist Europa. 494 vor Christus schlägt Darius eine Revolte einiger Städte an der türkischen Küste nieder. Aber diese Revolte war von Athen unterstützt worden. Deshalb wollte Darius Athen eine Lehre erteilen. Er wollte nach Griechenland marschieren und diese Stadt angreifen. Aber wie soll er das machen? Er muss über das Meer. Er baut dafür eine Brücke aus Booten, reiht sie von hier nach da hintereinander auf und marschiert mit einer Armee, so sagt Herodot, von 70.000 Mann über das Meer, um Griechenland anzugreifen. Erstaunlich. Amazing. Persische Ingenieure verbanden die beiden Ufer des Bosporus mit einer Schiffsbrücke.
Sie banden Boot um Boot aneinander, um eine Basis zu bilden. Und darauf verlegten sie eine Straße, die Asien mit Europa verband. Vermutlich war es ein System aus Planken und darunter eine Schicht aus gestampfter Erde und möglicherweise Reisig, um die Straße stabil zu halten. Damit die Schiffe nicht schaukelten, müssen sie ein Verankerungssystem mit einem bestimmten Gewicht benutzt haben. Denn wenn die Befestigungen zu schwer gewesen wären, hätte das die Schiffe natürlich in eine Schieflage gebracht oder beschädigt. Es sind keine Planken gebrochen, weder durch das Gewicht der darüber marschierenden Armee noch durch den Seegang im Bosporus. Das war eine wirkliche Ingenieursleistung vor dem Computerzeitalter. Es ist Ende August im Jahre 490 vor Christus. Dareios ist bereits in Griechenland einmarschiert und hat Makedonien erobert. Nun soll er auf den griechischen General Themistokles und eine Armee aus Athen und Korinth treffen, bei der berühmten Schlacht von Marathon. Die gewaltige Armee der Perser umfasst bis zu 250.000 Mann, je nachdem, wem man glaubt. Es reicht zu sagen, die Griechen waren 10-1 unterlegen. Ihre einzige Chance ist, Verstärkung zu holen. So rennt dieser legendäre Läufer Philippides von Marathon nach Sparta, eine Entfernung von 240 Kilometern in 2 Tagen. Daher der Name des Rennens, Marathon. Die beiden Armeen standen sich gegenüber, getrennt durch weites, offenes Gelände. Bei einem frontalen Zusammenprall würde das persische Heer die zahlenmäßig weit unterlegenen Griechen niedermähen. Das war der Auftakt für die Perserkriege. Eine kleine griechische Einheit griff die Perser frontal an. Die Perser glaubten, leichtes Spiel zu haben. Aber das restliche griechische Heer hatte sich geteilt und 2 neue Fronten eröffnet. Die Perser waren eingekesselt. Es kam zu einem blutigen Gemetzel. Die Perser erlitten schwere Verluste und traten den Rückzug an. Für die Griechen war dies ein denkwürdiger Sieg. Für die Perser nur ein kleiner Hemmschuh auf ihrem Weg zur Weltherrschaft. Dareios beschloss, in die Heimat zurückzukehren und seine Aufmerksamkeit dem Ausbau von Persepolis zu widmen, seiner Hauptstadt. Er sollte nie dort ankommen. 485 vor Christus starb Dareios auf dem Weg, um einen Aufstand in Ägypten niederzuschlagen. Er hinterließ ein Reich, das die Auffassung von Macht und Pracht grundlegend veränderte. Und er verhinderte eine Wiederholung des Machtkampfes, der dem Tod von Kyros gefolgt war. Er hatte seinen Nachfolger selbst bestimmt, seinen Sohn Xerxes. Kyros der Erneuerer und Dareios der Erweiterer waren schwer zu übertreffen. Aber Xerxes war sein Leben lang ein König in Wartestellung gewesen. Seine erste Amtshandlung war die Niederschlagung einer Rebellion in Babylon und einer weiteren in Ägypten. Und dann wandte er sich den Griechen zu. Irgendwie waren die Griechen ihm ein Dorn im Auge. Manche Historiker meinen, Xerxes habe präventiv zugeschlagen. Andere sagen, er habe die Sache seines Vaters ins Reine bringen wollen. Warum auch immer, die Griechen waren von den Persern nicht mehr beeindruckt, nachdem sie sie beim Marathon besiegt hatten. So schloss Xerxes also Freundschaft mit der Flotte von Karthago, das an der Spitze des heutigen Tunesien lag, und beschloss, die Griechen zur See zu besiegen. Das persische Reich ist auf dem Höhepunkt seiner Macht. Riesig, unendlich mächtig und unglaublich reich. 10 Jahre sind vergangen, seit die Griechen Dareios in der Schlacht von Marathon besiegt haben. Sein Sohn Xerxes ist nun der neue absolute Herrscher der persischen Achämeniden-Dynastie. Und Xerxes sinnt auf Rache. Griechenland ist erst im Begriff, eine Macht zu werden, mit der man rechnen muss. Es ist eine Koalition aus grundverschiedenen Stadtstaaten. Sie reichen von Demokratien bis zu Diktaturen. Sie haben nur eines gemeinsam, ihren Hass auf die Perser. Die alte Welt steht kurz vor einem 2. Perserkrieg. Der Ausgang wird das Fundament für die moderne Welt legen. Die Griechen bezeichneten gewöhnlich alle außer sich selbst als Barbaren. Also hat die ganze Sache zwischen Ost und West vermutlich mit den Persern und den Griechen angefangen und dauert seither an. Die persische Invasion in Griechenland war ein Zusammenwirken von Strategie und Ingenieursleistung in einem Ausmaß, wie es nur selten in der Militärgeschichte vorkommt. Es war ein komplexer Land- und Seeangriff, für den zunächst die Voraussetzungen geschaffen werden mussten.
Xerxes wollte sein Heer über die Landenge am Berg Athos in Griechenland einfallen lassen. Aber das Meer war dort so bewegt, dass der König anordnete, einen Kanal durch die Landenge zu bauen. Mit ausreichend Arbeitskräften und Erfahrung im Kanalbau brauchten Xerxes Ingenieure nur knapp 6 Monate, um den Kanal fertigzustellen. Aber die nächste Herausforderung, der sich Generäle und Ingenieure gegenüber sahen, war noch größer. Die gewaltige persische Armee musste noch den 2,5 Kilometer breiten Hellespont überqueren. Bis heute gilt ihre Lösung als eines der waghalsigsten Projekte, die jemals in einem Feldzug durchgeführt wurden. Xerxes nahm Anleihen bei seinem Vater und befahl den Bau einer doppelten Pontonbrücke, die den Hellespont überqueren sollte. Ein Unterfangen, das die Brücke, die Darius am Bosporus errichtet hatte, noch übertraf. Eine interessante Frage ist bei 674 aneinandergereihten Schiffen, wie sie stabil gehalten wurden. Das muss eine große technische Leistung gewesen sein. Im Bosporus ist die See nicht sehr ruhig, sie kann sehr ungestüm sein. Die Schiffsreihe wurde mit straff gespannten Seilen verbunden. Vermutlich waren es 2 große Seile, die zwischen Asien und Europa gespannt wurden. Nun muss man sich in Erinnerung rufen, wie viele Soldaten diese Brücke überquerten. Möglicherweise bis zu 240.000. Die Seile ließen den Schiffen ausreichend Spielraum, sich der Bewegung des Wassers anzupassen. Jeder Brückenabschnitt bestand aus jeweils 2 Booten, die mit Planken verbunden waren. So konnte sich die gesamte Fahrbahn mit den Wellen bewegen und das Auf und Ab dämpfen. Dann errichteten die Ingenieure einen Unterbau auf den Booten und auf diesem die Fahrbahn. Mit einer Holzplanke nach der anderen entstand eine Trasse quer über den Hellespont, mit Schlachtschiffen als Fundament. Man muss sich klar machen, hier haben wir es mit den Hufen von zehntausenden Pferden der Kavallerie zu tun, darunter gepanzerte Kavallerie, die viel schwerer ist. Die Schiffe konnten überraschend stabil gehalten werden. So war es Xerxes möglich, mit seiner Armee nach Europa hinein und, wenn notwendig, auch wieder herauszukommen, wenn die Schiffe dort gelassen wurden. Für einen Moment waren Europa und Asien eins. 10 Tage später, nach der Fertigstellung der Brücke, marschierte Xerxes in Europa ein. Eine gesamte Armee mit schwerer Ausrüstung, schwerer Kavallerie und die Planken blieben an Ort und Stelle. Es sind keine Planken gebrochen, weder durch das Gewicht der darüber marschierenden Armee noch durch den Seegang im Bosporus. Xerxes' Strategie war einfach. Er wollte die Griechen im Land- und im Seekrieg durch seine schiere Überzahl besiegen. Die Griechen wurden wieder von dem großen General Themistokles angeführt. Er wusste, dass er Xerxes an Land nicht besiegen konnte. Deshalb plante er, die persische Flotte in eine Falle zu locken. Im August 480 vor Christus trafen die beiden Armeen an einem von den Griechen ausgewählten Ort aufeinander, bei den Thermopylen, einem Bergpass, der so schmal war, dass nur jeweils 1 Streitwagen hindurchkam. Tagelang war das gewaltige persische Heer, das durch diesen Flaschenhals musste, blockiert, auf der falschen Seite des Passes, genau wie von den Griechen geplant. In der Zwischenzeit, unbemerkt von den Persern, brach Themistokles mit einem Großteil seiner Armee auf und ließ nur ein symbolisches Heer von 6.000 Spartanern zurück. Wie sein Vater vor ihm war Xerxes dabei, geradewegs in eine griechische Falle zu laufen. Als sie den schmalen Pass schließlich überwunden hatten, konnten die Perser die kleine spartanische Einheit, die Themistokles zur Ablenkung zurückgelassen hatte, mit Leichtigkeit vernichten und auf Athen marschieren. Aber als Xerxes die Stadt erreichte, war Athen menschenleer. Xerxes ahnte, dass er hintergangen worden war und ließ Athen dafür bezahlen. Seit Generationen war Toleranz gegenüber Besiegten ein Markenzeichen persischer Könige gewesen. Aber nicht dieses Mal. Für die Perser völlig untypisch ließ Xerxes Athen bis auf die Grundmauern niederbrennen. Der persische König bereute es sofort. Am folgenden Morgen gab er den Befehl zum Wiederaufbau. Aber es war zu spät. Dieser Augenblick unkontrollierter Wut sollte Persien fast 200 Jahre später wieder einholen. Aber auch dieser Krieg war noch längst nicht vorbei.
Zur gleichen Zeit stellte Themistokles eine Falle, die die große persische Flotte in die enge Bucht von Salamis lockte. Dort startete er einen Überraschungsangriff. Die riesige persische Flotte steckte in einer Art maritimem Stau. Ihre Schiffe konnten in der kleinen Bucht nicht manövrieren und wurden von den Griechen mit ihren wendigen Triremen attackiert. Die Griechen trugen einen entscheidenden Sieg davon. Xerxes kehrte in die Heimat zurück, geschlagen. König eines persischen Reiches, das nicht länger unbesiegbar war. Zu der Niederlage der Perser gegen die Griechen bei der Schlacht von Salamis gibt es noch eine Anmerkung. Eine Frau, Artemisia, der einzige weibliche Marinekapitän in der persischen Flotte, täuschte die Griechen. Sie rammte eines ihrer sinkenden Schiffe und segelte in dem Durcheinander davon. Ihre Überlebenskunst beeindruckte Xerxes so sehr, dass er gesagt haben soll, meine Männer werden zu Frauen und meine Frauen zu Männern. Mit den persischen Kriegen begann Athens goldenes Zeitalter. Das imposante persische Reich dagegen blieb verwundbar. Und ein junger Prinz, ein Verehrer der großen persischen Könige, sollte dem Imperium den Todesstoß versetzen. Christus. Die Griechen haben die persische Flotte in der Schlacht von Salamis besiegt. Die Aura der Unbesiegbarkeit, die das Perserreich umgeben hatte, war dahin. Gleichwohl hatte es noch glanzvolle Zeiten vor sich. 15 Jahre später, im Jahre 465 vor Christus, starb Xerxes, der persische Großkönig. Xerxes vererbte den Königsthron an seinen Sohn Artaxerxes, der entschlossen war, Persien wieder in ein goldenes Zeitalter zu führen. Zunächst widmete er sich einem unter seinem Großvater Darius begonnenen Bauprojekt. 40 Jahre nach Baubeginn war Persepolis, die prächtige Hauptstadt, noch nicht vollendet. Dort ließ Artaxerxes eines der letzten großen Bauwerke des Persischen Reiches errichten. Heute bekannt als der 100-Säulensaal. Wir wissen, dass der Saal mit seinen etwa 60 mal 60 Metern ein fast perfektes Quadrat bildete. Bemerkenswert an den Säulen von Persepolis ist, wenn man den gesamten Schaft hinaufschaut und sie erheben sich Meter um Meter in die Höhe, so sieht man nicht eine Abweichung. Sie sind perfekt, perfekt senkrecht. Die Werkzeuge, mit denen sie arbeiteten, waren primitiv. Sie hatten lediglich Steinhämmer und Bronzemeißel. Das war's. Die Kannelierung der Säulen von Persepolis ist dennoch so präzise, dass sie eindeutig von Meistern ihres Fachs ausgeführt wurde. Die Säulen wurden aus einzelnen Trommeln errichtet. 7 oder 8 wurden aufeinander gestapelt. Dazu wurde um die Säule ein Gerüst errichtet und mit einem hölzernen Kran wurden die einzelnen Säulentrommeln an ihren Platz gehievt. Jeder untergeordnete König, jeder Gouverneur aus einem entfernten Gebiet oder einfach jeder, der diese Halle betrat, sollte von ihrer Größe beeindruckt sein. Und von diesem Wald aus Säulen, der sich fast so weit zog, wie das Auge reichte. Eine erstaunliche Leistung. Im ganzen Persischen Reich entstanden noch einige der herausragendsten Bauwerke der Antike. 353 vor Christus begann die Frau eines lokalen Gouverneurs, ein großartiges Grabmal für ihren auf dem Sterbebett liegenden Gatten Mausolos zu errichten. Diese letzte Ehre, die sie ihm erwies, wurde so überragend, dass daraus eines der 7 Wunder der antiken Welt wurde, das Mausoleum von Halikarnassos. Das Marmormonument ragte 40 Meter in die Höhe und in seiner Mitte lag ein großer Innenhof. Das Dach war pyramidenförmig mit einer Treppe an jeder Seite, Leitern in den Himmel. Mehr als 2500 Jahre später diente das Mausoleum von Halikarnassos als Vorbild für die Grabstätte des amerikanischen Präsidenten Ulysses S. Grant in New York City. Im 4. Jahrhundert vor Christus waren die Perser noch immer die überragenden Baumeister der Welt. Aber hinter der Fassade der strahlenden Paläste und aufragenden Säulen begann das Reich zu zerbrechen. Und vor den Toren warteten bereits seine Feinde.
Als Athen einen Aufruhr in Ägypten unterstützt und Griechen die Hauptstadt Memphis besetzen, verlässt Artaxerxes Persepolis und unternimmt einen Feldzug, um die Griechen aus Memphis zu vertreiben und Ägypten wieder unter persische Kontrolle zu bringen. Es wird der letzte große Sieg des Persischen Reiches sein. Denn 424 vor Christus stirbt Artaxerxes. Er hinterlässt ein Machtvakuum und 8 Jahrzehnte interner Machtkämpfe. Und während das Persische Reich in interne Konflikte verwickelt ist, studiert ein junger makedonischer Prinz die Schriften des Herodot und die Leistungen des großen persischen Helden Kyros des Großen. Und dieser makedonische Prinz wird sich die Eroberung der Welt zum Ziel setzen. Sein Name ist Alexander. 336 vor Christus kam ein entfernter Verwandter von Artaxerxes an die Macht. Er nahm den königlichen Namen Darius III. An. Er wird immer als der König in Erinnerung bleiben, der ein Reich verloren hat. Im Laufe der kommenden 4 Jahre trafen Alexander und Darius III. In einer Reihe erbitterter Schlachten aufeinander, in deren Folge sich das Heer von Darius III. Langsam immer weiter hinter die eigenen Grenzen zurückziehen musste. 330 vor Christus stand Alexander vor den Toren des persischen Kronjuwels, der Hauptstadt Persepolis. Alexander übernahm die persische Politik, den unterlegenen Gegner zu respektieren. Keinem seiner Männer war es gestattet, die eroberten Länder zu plündern oder zu verwüsten. Vielleicht waren diese Soldaten ruhelos, vielleicht waren sie nachtragend, vielleicht erinnerten sie sich daran, dass Athen von den Persern niedergebrannt worden war. Sie hielten sich in Persepolis nicht zurück. Nach dem Sieg wurde ausgiebig gefeiert und nach den Feiern wurde die Schatzkammer geplündert. Und es kam zu einer der bedauerlichsten Brandstiftungen der Weltgeschichte. Persepolis wurde niedergebrannt. Es war nicht Alexanders Art, etwas zu zerstören. Persepolis wurde wahrscheinlich niedergebrannt, weil es Symbolcharakter hatte. Der Brand war auch eine symbolische Geste, keine Zerstörungswut. Es muss wunderbare Wandbehänge und solche Dinge gegeben haben. Das Feuer kann genauso gut versehentlich ausgebrochen sein. Denn wenn er wirklich ein Achämenidenkönig sein wollte, wäre die Zerstörung von Persepolis das Letzte, was er gewollt haben könnte. Aber ohne Feuerwehr wurde aus den Flammen ein furchtbarer Brand, der alles zerstörte. Er hinterließ überall seine Spuren. Darius III. War der Gefangennahme entkommen. Aber im Sommer 330 vor Christus wurde er von einem nahen Verbündeten ermordet. Der letzte Achämenidenkönig war tot. Alexander richtete Darius III. Ein prunkvolles Begräbnis aus. Und später heiratete er sogar dessen Tochter. Alexander ernannte sich selbst zu einem persischen Achämenidenkönig und schrieb das letzte Kapitel der Geschichte eines Reiches, das 3 Kontinente umspannt und 2700 Jahre überdauert hatte. Alexander, Bewunderer der persischen Könige, ließ die Mörder von Darius verfolgen und tötete sie eigenhändig. Alexander glaubte, nur Könige hätten das Recht, Könige zu töten. Aber hätte er Darius wirklich getötet? Vermutlich nicht, denn Alexander schuf kein Reich, er eroberte eines. Und das Reich gab es bereits, erschaffen von Kyros dem Großen. Alexanders Genius war es, dem etwas hinzuzufügen und Persien zu nutzen. Ein Reich, das es lange vor seiner Geburt gegeben hatte und ein Reich, dessen Vermächtnis aus Kultur, Vollkommenheit und Luxus Bestand haben sollte, weit über Alexanders Tod hinaus. Für den History Channel, ich bin Peter Weller. Dieser großen monumentalen Steinsäulen ist von den hölzernen Stützen inspiriert, die ein schönes Dach aus Zelttuch hielten. Nun besteht dieses Dach stattdessen aus schönem Zedernholz. Die nomadischen Wurzeln der Perser beeinflussen einen Teil ihrer Architektur. Aber das ist nicht alles. Die Paläste der Stadt wurden mit Gold und Silber geschmückt, mit kostbaren Wandteppichen und farbenfrohen Kacheln. Die Wände wurden mit unzähligen Reliefs verkleidet, friedlichen Darstellungen der Besuche von Würdenträgern aus den eroberten Ländern. Persepolis herausragende Bauleistungen reichten über die Stadtgrenzen hinaus. Nirgendwo sonst war ein so ausgeklügeltes System zur Wasserversorgung und zur Entwässerung zu finden. Bevor der Baugrund aufgebracht wurde, konstruierten Darius Ingenieure ein System aus Abwasserleitungen, die dann überbaut wurden.
plumbing, drain pipes. These would be covered. Water was also brought in. Wasser wurde auch hier über das Kanatsystem hergeschafft. Aber diese Abwasserkanäle, über die das verbrauchte Wasser hinausfloss, wurden unter die Oberfläche verlegt, wo der Besucher sie nicht zu Gesicht bekam. Auch während seiner anspruchsvollen Bauprojekte zur Verschönerung des Reiches und zur Verbesserung der Infrastruktur verwirklicht wurden, hörte Dareios nie auf, das Imperium zu vergrößern. Unter der brillanten Führung von Dareios bekam das persische Reich eine atemberaubende Größe. Es umfasste den heutigen Iran, Pakistan, Teile von Afghanistan, Armenien, die Türkei, Ägypten, Syrien, den Libanon, Jordanien, Palästina, Teile Zentralasiens bis nach Nordindien. Und das ist eine Menge Land. Um die entlegenen Gebiete des Reiches miteinander zu verbinden, nahm Dareios zwei mutige Bauprojekte in Angriff. Eines zog sich über 2500 Kilometer durch das Perserreich. Das andere verband das Rote Meer mit dem Mittelmeer. Unter der Herrschaft von Dareios dem Großen hatte das persische Reich gewaltige Ausmaße erreicht. Nun wollte der König es festigen und die weit entfernten Gebiete seines großen Königreiches miteinander verbinden. 515 vor Christus beauftragte er seine Ingenieure mit dem Bau einer steinernen Straße, die sein Reich von Nordafrika bis Indien erschließen sollte. Sie führte über eine Strecke von 2500 Kilometern und er nannte sie Königsstraße. Das war eine ziemliche Leistung, denn die Straße führte über Berge, durch Wälder und Wüsten. Typischerweise wurde die Erde gestampft und gehärtet. Sie hatten keinen Asphalt, aber sie beherrschten das Verdichten von Kies und Steinen zu einem festen Belag. In einem Gebiet, in dem es einen hohen Grundwasserspiegel geben kann, ist der Bau einer Straße unerlässlich. Schließlich möchte man nicht mit den Füßen im Schlamm stecken bleiben. Und ebenso wenig will man mit einem Wagen stecken bleiben. Also musste die Straße erhöht gebaut werden. Das bedeutete, eine Fahrbahndecke zu schaffen, die entweder das Grundwasser absorbiert oder verhindert, dass das Wasser die Straße verschiebt. Entlang der Königsstraße gab es 111 Raststationen und Herbergen. Alle 30 Kilometer bot sich den Reisenden eine Möglichkeit zu essen, zu schlafen und die Pferde zu wechseln. Um die Sicherheit zu gewährleisten, waren entlang der riesigen Strecke Wachmänner postiert. Ich spreche jetzt mit meinem Freund Dr. Lloyd Llewellyn Jones, Geschichtsprofessor an der Universität in Edinburgh. War es so sicher? Grundsätzlich ja. Ich denke, das, was Dareios hier gemacht hat, ist eine unglaubliche Leistung. Also wir stehen hier in der Türkei und könnten auf dieser einen Straße direkt mitten in den Iran gelangen. Wie schnell? Also wenn wir mit dem Pferd unterwegs sind, reiten wir von einer dieser kleinen Garnisonen zur nächsten. Alle 25 Kilometer tauschen wir die Pferde. Wir könnten es in 6 Tagen schaffen oder vielleicht 7. 6 oder 7 Tage. Diente die Straße auch zur Nachrichtenübermittlung? Ja, zweifellos. Und für den Handel war es ein Geschenk des Himmels. Diese Straße führt durch so viele Gegenden. Sie folgt nicht nur einem üblichen Fußweg, sie überquert Flüsse wie den Tigris. Mit der Fähre? Mit der Fähre, richtig. Manchmal schmiegt sich die Straße an Berghänge, manchmal an Flussufer. Das Terrain ist sehr unterschiedlich. Die Straße hat keinen Rinnstein, sie ist nicht so fortschrittlich wie die späteren römischen Straßen. Und sie hatte keinen Ablauf. Aber entscheidend ist die Breite von etwa 6 Metern und dass sie eine Art Schlackenbelag hatte, der für Pferde geeignet ist, um so schnell wie möglich voranzukommen. Lloyd, es war mir ein Vergnügen. Danke. Aber Dareios gab sich damit noch nicht zufrieden. Es gab noch eine Region, die er besser unter Kontrolle haben wollte, die weiten und reichen Landstriche Nordafrikas. Und er war entschlossen, dorthin ein Tor zu öffnen. Er ließ seine Ingenieure einen Kanal entwerfen, der das Mittelmeer und das Rote Meer verbinden sollte. Jeder hat schon vom Suezkanal gehört, aber wer kennt schon den Dareios-Kanal? Dareios erbaute einen Ost-West-Kanal von 200 Kilometer Länge. Mit ihrer Kenntnis im Wasserbau nutzten Dareios Ingenieure Werkzeuge aus Bronze und Eisen, um zunächst den Kanal zu graben und ihn dann von Sandverwehungen zu befreien, ihn mit Steinen zu säumen und so schiffbar zu machen. Es dauerte insgesamt 7 Jahre, den 200 Kilometer langen künstlichen Wasserweg anzulegen. Die Arbeitskräfte waren ägyptische Steinsetzer und Kanalbauer.
Teile des Kanals zwischen dem Nil und dem Roten Meer waren nicht wirkliche Wasserstraßen, sondern Steine, auf denen die Schiffe geschleppt wurden, bis zum nächsten tieferen Abschnitt, wo sie wieder segeln konnten. Darius sagt, ich, Darius, König der Könige, Eroberer Ägyptens, baute diesen Kanal. Er verband das Rote Meer mit dem Nil für den Handel und er sagt, und Schiffe befuhren meinen Kanal. Um 500 vor Christus war Persien das größte Weltreich, das es jemals gegeben hatte. An Größe und Reichtum übertraf es sogar das Römische Reich auf dessen Höhepunkt, 4 Jahrhunderte später. Persien schien unbesiegbar. Und mit seinem Hunger auf Eroberungen begann es einer aufstrebenden Macht am Mittelmeer Furcht einzuflößen, den Stadtstaaten von Griechenland. Nur ein bisschen Erdkunde. Diese Wassermasse dort ist das Schwarze Meer. Dieses schmale Gewässer hier ist der Bosporus. Er verbindet das Schwarze Meer mit dem Mittelmeer. Ich stehe in Asien oder Kleinasien. Und das Land dort drüben ist Europa. 494 vor Christus schlägt Darius eine Revolte einiger Städte an der türkischen Küste nieder. Aber diese Revolte war von Athen unterstützt worden. Deshalb wollte Darius Athen eine Lehre erteilen. Er wollte nach Griechenland marschieren und diese Stadt angreifen. Aber wie soll er das machen? Er muss über das Meer. Er baut dafür eine Brücke aus Booten, reiht sie von hier nach da hintereinander auf und marschiert mit einer Armee, so sagt Herodot, von 70.000 Mann über das Meer, um Griechenland anzugreifen. Erstaunlich. Amazing. Persische Ingenieure verbanden die beiden Ufer des Bosporus mit einer Schiffsbrücke. Sie banden Boot um Boot aneinander, um eine Basis zu bilden. Und darauf verlegten sie eine Straße, die Asien mit Europa verband. Vermutlich war es ein System aus Planken und darunter eine Schicht aus gestampfter Erde und möglicherweise Reisig, um die Straße stabil zu halten. Damit die Schiffe nicht schaukelten, müssen sie ein Verankerungssystem mit einem bestimmten Gewicht benutzt haben. Denn wenn die Befestigungen zu schwer gewesen wären, hätte das die Schiffe natürlich in eine Schieflage gebracht oder beschädigt. Es sind keine Planken gebrochen, weder durch das Gewicht der darüber marschierenden Armee noch durch den Seegang im Bosporus. Das war eine wirkliche Ingenieursleistung vor dem Computerzeitalter. Es ist Ende August im Jahre 490 vor Christus. Darius ist bereits in Griechenland einmarschiert und hat Makedonien erobert. Nun soll er auf den griechischen General Themistokles und eine Armee aus Athen und Korinth treffen, bei der berühmten Schlacht von Marathon. Die gewaltige Armee der Perser umfasst bis zu 250.000 Mann, je nachdem, wem man glaubt. Es reicht zu sagen, die Griechen waren 10-1 unterlegen. Ihre einzige Chance ist, Verstärkung zu holen. So rennt dieser legendäre Läufer Philippides von Marathon nach Sparta, eine Entfernung von 240 Kilometern in 2 Tagen. Daher der Name des Rennens, Marathon. Die beiden Armeen standen sich gegenüber, getrennt durch weites, offenes Gelände. Bei einem frontalen Zusammenprall würde das persische Heer die zahlenmäßig weit unterlegenen Griechen niedermähen. Das war der Auftakt für die Perserkriege. Eine kleine griechische Einheit griff die Perser frontal an. Die Perser glaubten, leichtes Spiel zu haben. Aber das restliche griechische Heer hatte sich geteilt und 2 neue Fronten eröffnet. Die Perser waren eingekesselt. Es kam zu einem blutigen Gemetzel. Die Perser erlitten schwere Verluste und traten den Rückzug an. Für die Griechen war dies ein denkwürdiger Sieg. Für die Perser nur ein kleiner Hemmschuh auf ihrem Weg zur Weltherrschaft. Darius beschloss, in die Heimat zurückzukehren und seine Aufmerksamkeit dem Ausbau von Persepolis zu widmen, seiner Hauptstadt. Er sollte nie dort ankommen. 485 vor Christus starb Darius auf dem Weg, um einen Aufstand in Ägypten niederzuschlagen. Er hinterließ ein Reich, das die Auffassung von Macht und Pracht grundlegend veränderte. Und er verhinderte eine Wiederholung des Machtkampfes, der dem Tod von Kyros gefolgt war. Er hatte seinen Nachfolger selbst bestimmt, seinen Sohn Xerxes.
Kyros der Erneuerer und Darius der Erweiterer waren schwer zu übertreffen. Aber Xerxes war sein Leben lang ein König in Wartestellung gewesen. Seine erste Amtshandlung war die Niederschlagung einer Rebellion in Babylon und einer weiteren in Ägypten. Und dann wandte er sich den Griechen zu. Irgendwie waren die Griechen ihm ein Dorn im Auge. Manche Historiker meinen, Xerxes habe präventiv zugeschlagen. Andere sagen, doch noch bevor er damit beginnen konnte, Persien zur einzigen Supermacht der antiken Welt zu machen, starb Kyros 530 vor Christus in einer Schlacht. Er lebte nicht lange genug, um zu zeigen, was er jenseits des Schlachtfeldes hätte erreichen können. In der Beziehung kann man ihn mit Julius Caesar vergleichen, der Eroberungen machte, aber nicht lange genug lebte, um das Reich, das er erobert hatte, zusammenzufügen. Als Kyros starb, hatte das Persische Reich drei Hauptstädte: Babylon, Susa und Ekbatana. Aber begraben werden wollte er in der Stadt, die er geschaffen hatte, Pasargadae, in der Grabstätte, die den Mann widerspiegelte, der sie erbaut hatte. An Kyros Grabmal wird seine Bescheidenheit daran ersichtlich, dass es relativ wenig geschmückt ist. Es ist sehr schlicht, sehr elegant. Kyros Baumeister errichteten das Grab in der einfachen, aber massiven Steinbauweise westlicher Gebäude. Sie errichteten ein Mauerwerk aus rechteckig behauenen Steinen und verwendeten Rampen, Seilzüge und Zwingen, um die Grabstätte bis in 11 Meter Höhe zu errichten. Kyros Grabmal ist sehr schlicht, ein äußerlich sehr bescheidenes Denkmal für jemanden, der das größte Reich geschaffen hatte, das es bis dahin gegeben hatte. Und nach 25 Jahrhunderten ist das Grab noch bemerkenswert gut erhalten. 30 Jahre lang hatte keine Macht der Welt sich Kyros dem Großen widersetzen können. Nun war sein Thron leer. Das schuf ein Machtvakuum, das die alte Welt ins Chaos stürzen sollte. 530 vor Christus. Kyros der Große, der Schöpfer des größten Weltreiches, das es je gegeben hatte, ist tot. Persien steht nun vor einer ungewissen Zukunft. Verschiedene Thronbewerber konkurrieren um die Nachfolge. Dann erhebt ein entfernter Cousin von Kyros, ein brillanter General, sich über alle anderen und ergreift die Macht. Als sich die Unruhe gelegt hatte, war das Persische Reich fest in seiner Hand. Sein Name war Darius und er sollte der wohl größte persische König werden und einer der größten Bauherren aller Zeiten. Darius machte sich sofort ans Werk. Er begann, die alte Hauptstadt Susa umzubauen, mit großen neuen Palästen mit Fassaden aus glasierten Ziegeln. Über die Pracht der Hauptstadt Susa wird sogar in der Bibel berichtet. Wenn die Griechen zum Beispiel über persische Paläste sprechen, dann erwähnen sie regelmäßig Susa. Wenn im Alten Testament im Buch Esther persische Paläste erwähnt werden, dann sind es die von Susa. Aber der neue König von Persien wollte seine ganz eigene Prunkstadt schaffen. 518 vor Christus begann Darius eines der aufwendigsten Bauprojekte der Antike. Die Stadt in der Nähe des heutigen Schiras wurde als Persepolis berühmt, was auf Griechisch Perserstadt heißt. Alle Paläste wurden auf einer riesigen steinernen Terrasse errichtet, darauf ausgelegt, das Ansehen des Reiches zu erhöhen. Die Terrasse ist riesig, 125.000 Quadratmeter. Er musste dafür die Landschaft verändern. Seine Ingenieure waren gefragt. Sie mussten einen Teil des Gebietes einebnen und eine Stützmauer errichten. Er wollte, dass die Stadt aus der Entfernung zu sehen war. Deshalb ließ er die Terrasse bauen, damit sie weithin sichtbar war. Das machte alles noch größer und beeindruckender. Persepolis zu bauen war eine gewaltige technische Herausforderung. Die Mauern ragten zum Teil mehr als 20 Meter in die Höhe und waren 10 Meter dick. Die großen Hallen waren mit aufwendig verzierten Säulen geschmückt. Tausende Architekten, Handwerker und Arbeiter und Tonnen an Material kamen aus allen Teilen des Reiches. Die meisten antiken Reiche ließen ihre Bauwerke von Heerscharen von Sklaven errichten.
Dareios jedoch war, wie vor ihm Kyros, der Ansicht, die Arbeit derer, die Persiens Paläste und Denkmäler errichteten, bezahlen zu müssen. Jeder Arbeiter bekam seinen Lohn oder ihren Lohn, denn unter den Arbeitern gab es auch Frauen. Der Lohn war abhängig von der Qualität der erbrachten Leistung. Sie wurden entsprechend bezahlt. Es wurden keine Kosten gescheut. Persepolis sollte die Macht und die Herrlichkeit des Persischen Reiches verkörpern. Zunächst einmal muss man sich die Herkunft der Perser in Erinnerung rufen. Sie waren Nomaden. Sie lebten in Zelten, die sie einpackten und wenn sie weiterzogen, woanders wieder aufstellten. Mit der Zeit wurden die Zelte immer aufwendiger. Was wir in Persepolis vorfinden, ist ein steingewordenes Zelt. Die Apadana ist nichts anderes als ein Zelt aus Stein. Der von Dareios erbaute riesige Empfangspalast wurde Apadana genannt. Jede Hymenes, der eine Dynastie begründete. Diese Dynastie erblühte und gedieh unter jemandem, den ich gerne kennengelernt hätte, Kyros dem Großen. Kyros schuf und bewahrte ein Reich durch sein militärisches Können, aber auch politisch war er ein Genie. Er war ein ausgezeichneter und gütiger Menschenführer. Historiker haben ihn als Humanisten bezeichnet. Die Juden nannten ihn einen Schiak oder Gesalbten. Sein eigenes Volk nannte ihn Vater. Sogar die ionischen Griechen, die er eroberte, nannten ihn einen gerechten Herrscher. Kyros der Große kam im Jahre 559 vor Christus an die Macht. Es war der Beginn des Achämenidenreiches. Die Herrschaft dieser Dynastie sollte den Lauf der Geschichte ändern und einen großen architektonischen Fortschritt bringen. Betrachtet man die größten Persönlichkeiten der Geschichte, die die Welt beeinflusst haben, so ist Kyros der Große einer der wenigen, die diesen Beinamen verdienen. Er verdient es, der Große genannt zu werden. Das Reich, das Kyros regierte, war das größte, das es in der Antike je gegeben hat. Vielleicht hat es sogar bis heute nie ein größeres Reich gegeben.554 vor Christus hatte Kyros alle Rivalen aus dem Feld gedrängt und war der unbestrittene Herrscher über Persien. Jetzt war es an der Zeit, die Welt zu erobern. Und wenn er ein Weltreich schuf, dann brauchte er auch eine prächtige Hauptstadt, die seiner Bedeutung entsprach. 550 vor Christus begann Kyros mit einem der ambitioniertesten Bauvorhaben der gesamten Antike, der ersten großen Hauptstadt des Persischen Reiches, Pasargadae, gelegen im heutigen Iran. Kyros war ein sehr moderner Bauherr. Und ich möchte hinzufügen, dass er sehr hohe Ansprüche hatte. Man kann außerdem feststellen, dass seine Bauvorhaben Techniken widerspiegelten, auf die er im Zuge seiner diversen Eroberungen gestoßen war. Wie die Römer Jahrhunderte später entliehen auch die Perser viele Ideen woanders. Sie griffen die besten und fortschrittlichsten Techniken der von ihnen eroberten Kulturen auf und entwickelten sie dann weiter. Die Bauweise und künstlerische Gestaltung von Pasargadae zeigen Einflüsse aus so weit entfernten Gebieten wie Assyrien, Ägypten und Kleinasien. Kulturen tausende Kilometer entfernt. Es gab Steinmetze, Tischler, Ziegelmacher und Reliefbildhauer. Und man weiß, dass diese Leute häufig von überall her aus dem Reich kamen. Heute, 2500 Jahre später, zeugen nur noch ein paar zerfallene Ruinen von Persiens erster, einst blühender Hauptstadt. Prunkstücke von Pasargadae waren zwei mächtige Paläste, die von einem großen Park und großen Gartenanlagen umgeben waren. Darunter fand sich der erste bekannte Peyrida-Eza, der berühmte persische Garten. Darin zogen sich aus behauenem Kalkstein geschaffene Kanäle mit einer Gesamtlänge von rund einem Kilometer. Sie waren so angelegt, dass das Wasser alle 15 Meter in kleine Wasserbecken mündete. Die Gartengestaltung in Pasargadae war das älteste Vorbild für viele der schönsten Parks und Gärten der Welt. Über zwei Jahrtausende.
Der Pai da Itza unterscheidet sich besonders durch seine geometrische Anlage. Es gibt Quadrate, rechtwinklige Muster, Blumenmuster, Zypressen, Wildgräser, Rosen, Lilien, jede Art von Vegetation. Das entspricht dem Konzept moderner Parkanlagen, wie wir sie kennen. Während Pasargadae erbaut wurde, verleibte Kyros seinem Herrschaftsgebiet ein feindliches Königreich nach dem anderen ein. Aber er unterschied sich von anderen Königen. Er lehnt es ab, seine neuen Untertanen zu versklaven. Eine revolutionäre Auffassung in der Antike. Ihm war, wenn man so will, die örtliche Gültigkeit der verschiedenen Religionen und Glaubensrichtungen bewusst. Und er erlaubte, dass sie beibehalten wurden. 539 vor Christus eroberte Kyros Babylon, aber er präsentierte sich nicht als Eroberer, sondern als Befreier. Und dann tat er etwas noch nie Dagewesenes, er befreite die Juden. Die Juden hatten in Babylon in Gefangenschaft gelebt, seit Nebukadnezar Jerusalem und den Tempel zerstört hatte. Kyros befreite sie. Nun könnte man im Nachhinein oder geschichtspolitisch sagen, Kyros habe einen Pufferstaat zwischen seinem eigenen Reich und einem feindseligen Ägypten haben wollen. Das Entscheidende ist, niemand hatte so etwas je getan und kaum jemand hat seither etwas Ähnliches gemacht. Er ist der einzige Nicht-Jude, der in der Bibel als Maschiach oder Messias bezeichnet wird. Ein anerkannter Oxford-Gelehrter hat einmal zu mir gesagt, Kyros hatte immer eine sehr gute Presse. Und das trifft es sehr genau. Das alte Persien. Furchtlos, gewaltig, unnachgiebig. Über Zeitalter hinweg geheimnisumwoben. Ein Weltreich, unerreicht in Größe und Reichtum. Ein Imperium von der Größe des Persischen Reiches zu erschaffen, dem größten, das es je gegeben hat, erfordert militärische Fähigkeiten. Von Nordafrika bis Asien erstreckte sich eine Kultur, angeführt von einer Dynastie außergewöhnlicher Herrscher, voller Ehrgeiz und mit unglaublicher Macht. Kyros der Große ist einer der wenigen, die es wirklich verdienen, der Große genannt zu werden. Im Persischen Reich entstanden einige der großartigsten Bauwerke, die je erschaffen wurden. Prunkvolle Paläste, die sich strahlend aus kargem Wüstensand erhoben. Straßen, Brücken und Kanäle. Jeder hat schon vom Suezkanal gehört, aber wer kennt schon den Daraios-Kanal? Aber dunkle Wolken zogen am Horizont auf. Eine lange Rivalität mit Griechenland mündete in einen langen Krieg, der den Lauf der Weltgeschichte ändern und die westliche Welt für die kommenden Jahrtausende prägen sollte. 330 vor Christus. Ein junger makedonischer König erobert das Persische Reich und führt sein Heer nach Persepolis, die prächtige Hauptstadt. Der Herrscher aus Makedonien ist Alexander der Große, ein Bewunderer der großen persischen Könige. Bei Sonnenuntergang wird aus der griechischen Siegesfeier ein trunkener Tumult. Bei Sonnenaufgang ist Persepolis das Kronjuwel des Persischen Reiches mit seinen unvergleichlichen Palästen bis auf die Grundmauern niedergebrannt. Mehr als 2500 Jahre später sind diese gewaltigen Türme Zeugnis der schwindelerregenden einstigen Größe dieses versunkenen Weltreichs. Ich verbinde Persien mit Luxus, mit üppigen Wandbehängen und schönen Teppichen und mit der dicken Perserkatze meiner Mutter mit Namen Otis. Und ich denke an einen fantastischen König mit Namen Kyros der Große, der an religiöse und kulturelle Toleranz glaubte, der die Juden aus Babylon befreite, damit sie nach Israel zurückkehren konnten. Hallo, ich bin Peter Beller. Willkommen im Persischen Reich. Um 4000 vor Christus begannen zwei Nomadenstämme auf einer fruchtbaren iranischen Hochebene Wurzeln zu schlagen, die Meder im Norden und die Perser im Süden. Da diese Stämme Nomaden waren, interessierten sie sich mehr fürs Überleben als für Eroberungen. Als sie sesshaft wurden, lernten sie Ackerbau zu betreiben und dieses fruchtbare iranische Hochland zu kultivieren.
Aber dazu brauchten sie eine Wasserquelle. Die frühen Perser hätten gut im Laufe der Geschichte spurlos verschwinden können, hätten sie nicht eine Wasserquelle erschlossen und eine Möglichkeit gefunden, dieses Wasser auf ihre Felder und in ihre Siedlungen zu leiten. Und was diese Ingenieursleistung so bemerkenswert macht, ist, dass sie dieses Wasser nicht aus Flüssen, Seen oder dem Meer geholt haben, sondern aus der unwahrscheinlichsten aller Quellen, aus Felsen. Persien entwickelte sich aus dem Nichts. Eine felsige, lebensfeindliche Landschaft, kultiviert nur durch Kreativität und Zielstrebigkeit. Vor 3000 Jahren streiften die frühen nomadischen Perser durch das ausgedörrte, felsige iranische Hochland. Auf der Suche nach Wasser mussten lange Strecken zurückgelegt werden. Ein Wasserbauingenieur, Geologe und Routengänger, ein sogenannter Mokani, fand eine Lösung, das Wasser zu seinen Leuten zu bringen. Nur mit Steinmeißeln schufen die Mokanis den ersten Eckpfeiler des Persischen Reiches. Ein bahnbrechendes System unterirdischer Bewässerungskanäle, genannt Kanate. Die Menschen machten sich die Schwerkraft zunutze, die natürlichen Gegebenheiten ihres Landes, das von den Bergen des Elbursgebirges bis zum Persischen Golf steil abfiel. Zunächst wurden senkrechte, brunnenartige Schächte gegraben und über kurze Distanzen waagerechte Tunnel ausgehoben. Dann wurde wieder ein senkrechter Schacht gegraben, etwa einen Kilometer hangaufwärts, und der Kanal so immer weiter fortgeführt. Er kann manchmal 20, 30 oder 40 Kilometer lang sein. Das erfordert also großes Geschick, damit man den Punkt erreicht, an dem der Verlauf des Kanals die wasserführende Schicht trifft, das Grundwasser, das am Fuße der Berge aufsteigt. Der Grad des Gefälles war entscheidend. Eine hangabwärts gerichtete Neigung von 1%. Nicht zu steil, weil sonst der Grund des Wasserkanals erodieren könnte. Und natürlich nicht so flach, dass das Wasser nicht in die gewünschte Richtung fließen könnte. 2000 Jahre bevor die Römer ihre legendären Aquädukte bauten, leiteten die Perser riesige Mengen Wasser über große Entfernungen. In einem heißen, trockenen Klima und mit nur geringfügigen Verlusten durch Lecks oder Verdunstung. Wasser heißt Nahrung, aber die Technik, Wasser zu finden und zu transportieren, war eine Leistung, die die Perser ihren Nachbarn voraus hatten. Um 700 v. Chr. Wurden all diese Stämme vereint, unter einem legendären Mann namens Ach.